seid. Heute wird es die gewünschte Review geben zum Delani Hairstyler. Ihr habt euch dieses Video gewünscht und dem Wunsch komme ich natürlich sehr, sehr gerne nach. Hier ist das gute Stückchen und ich würde sagen, wenn es euch interessiert, was ich dazu zu sagen habe, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ganz viel Spaß beim Video und los geht's. So, meine Lieben, und zwar bin ich darauf aufmerksam geworden durch die Fernsehwerbung und natürlich durch Verona Poth, die wir ja alle kennen. Noch dazu hat mich ja dieses Tool total interessiert, denn es verspricht drei Dinge in einem zu sein. Und zwar ein Lockenstab, ein Glätteisen und eine Rundbürste. Und das ist natürlich total ideal, denn ja, wir haben wenig Platz, um dann Sachen zu verstauen. Noch dazu sind die Sachen dann auch teuer, wenn man sich quasi drei von diesen Tools kauft. Und deshalb war ich sehr, sehr interessiert. Und ich muss sagen, ja, ich bin eigentlich total begeistert gewesen, als ich es ausgepackt habe. Denn zum einen ja, kommt dieses Täschchen noch mit dazu, was ich super finde, wenn man verreist, beziehungsweise wenn man mal ein paar Tage weg ist. Ja, dann kann man das ideal transportieren. Wenn es abgekühlt ist, steckt man sich dann quasi hier rein und hat eine schöne Aufbewahrung, die auch noch schön aussieht. Und zum Teilchen an sich muss ich auch sagen, dass mir das Design total gut gefällt, denn es ist sehr schlicht gehalten, aber ihr könnt es schon erkennen, es hat diese zwei ja, pinkfarbene Hingucker sozusagen, also sehr dezent gehalten, aber dennoch, wie ich finde, ein Hingucker. Und ja, wir kommen mal dazu. Ich erkläre es euch mal. Und zwar habt ihr diesen Schalter hier. Da könnt ihr auf Stufe 1 und Stufe 2 schalten. Die höchste Stufe wären 180 Grad. Und dieses hier, ja, da kann man dann auch noch drauf drücken. Und zwar ist es zum angenehmen Abrollen sozusagen. Also ein Easy-Abroller. Denn wenn ihr euch die Haare ja, drumherum gemacht habt, wenn ihr zum Beispiel Locken haben wollt oder schöne Wellen, könnt ihr euch die Haare drumherum machen und dann drauf drücken und dann rollt sich das automatisch ab. Ich zeige es euch hier gerade an der Seite. Genau, was total ideal ist, dass ihr auch hier oben ja, festhalten könnt, finde ich total super. Habe ich jetzt zum Beispiel bei meinem Lockenstab nicht. Da verbrenne ich mir grundsätzlich die Fingerchen. Ich habe zwar einen Handschuh dabei, aber naja, wie es halt immer so ist, alles schnell, schnell. Hier braucht ihr keinen Handschuh, denn wie gesagt, ihr könnt hier oben festhalten. Die Platte an sich, die wird schon sehr heiß, das spürt man auch. Aber die ja, Borsten hier oder diese ja, heißen Borsten, ne? Genau, die werden nicht heiß. Nur wie gesagt, die Platte, aber da kommt man ja mit den Fingern eigentlich eher nicht hin. Was mir auch noch sehr, sehr gut gefällt, ist, dass das Kabel ultra lang ist, was ideal ist. Weil ich habe immer das Problem, dass ja, egal wo ich bin, fehlt mir die Steckdose. Und genau, deshalb finde ich das super praktisch und was mir auch noch sehr gut gefällt, dass das Kabel quasi sich mitdreht. Also ihr habt hier dann quasi keinen Kabelsalat, total ideal und das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Pluspunkt. Ein Pluspunkt ist halt auch für mich, finde ich, dass es halt sehr, sehr leicht ist vom Gewicht. Also weil ich habe ja eh schon schwere Haare und wenn ich mir die dann so versuche zu stylen und zu frisieren, ja, fällt mir mein Arm nicht ab, weil es halt wirklich sehr, sehr leicht ist. Von der Temperatur her, wie gesagt, es erheizt sich auf 180 Grad. Das finde ich so ein bisschen schade, weil 180 Grad, das ist zwar eine ganze Menge, aber bei meinen Haaren, ja, ich brauche halt volle Power, damit ich halt ein Ergebnis sehe. Und mit dem hier muss ich halt öfters ja, drüber gehen quasi und sie stylen. Mir gefällt es total gut. Ich habe es jetzt wirklich schon sehr, 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 sehr oft angewendet. Es ist so, dass man natürlich die Haare in einem trockenen Zustand damit stylen soll, also ja, nasse Haare, ja, da gehen wir sowieso nicht mit Hitze dran, das ist ja klar. Ich verwende immer vorher noch einen Hitzeschutzspray, das wisst ihr ja schon, von L'Oreal El Net verwende ich. Und zwar gibt es ja diese zwei Versionen, zum einen das glatte und zum anderen das lockige. Und damit fahre ich eigentlich total gut. Ich habe sie mir bis jetzt halt immer geglättet, so wie heute zum Beispiel. Ihr seht, das ist das Ergebnis jetzt nach dem Waschen. Mir die Haare quasi damit gestylt. Ja, von der Handhabung her ist es auch total einfach. Ich gehe auf den Knopf hier, auf den Einschalter sozusagen, mache den auf Stufe 2, wie gesagt 180 Grad, dann warte ich 2 Minuten, ja, bis er warm geworden ist und in der Zwischenzeit kämme ich mir meine Haare nochmal durch und dann ist es so, dass ich mir meine Haare ja, in kleine Strähnen quasi abteile. Das heißt, kleine Strähnen bei mir so, weil ich habe ja sehr, sehr dickes Haar und umso dicker die Strähne bei mir dann einfach ist, ja, umso schlechter ist dann das Ergebnis quasi. Und ja, wenn er sich aufgeheizt hat, dann nehme ich einfach meine Strähne, kommt natürlich darauf an, was ich haben möchte. Wenn ich jetzt ein bisschen gewellteres Haar haben möchte, dann mache ich mir das hier so drum,
Genau so. Ich schaue natürlich, dass die Strähne nicht aufeinander gehen, ganz logisch, damit sie sich nicht verknoten. Da habe ich natürlich auch Angst. Erstens mal tut es weh und dann tut es meinen Haaren auch nicht gut. Dann warte ich eben kurz und dann habe ich eben diese Easy-Abrollfunktion, ihr seht schon, und dann kann ich loslassen und habe dann das Ergebnis. Genau, also die Handhabung her ist wirklich total einfach. Wichtig ist eben nur, dass eure Haare trocken sind. Also das ist super wichtig, aber das ist ja mit allen Haarstyling-Tools so, dass wenn ihr mit Hitze dran geht, die Haare, wenn die nass sind, natürlich total geschädigt werden. Also passt da bitte auf. Ich bin da sehr, sehr pingelig. Meine Haare müssen ganz trocken sein. Dann ist es bei dem Teil hier auch so, dass keine Rückstände an Haarspray, Gel, Schaumfestiger oder sonstiges drin sein dürfen. Das heißt, ich mache mir meinen Hitzeschutzspray rein, warte kurz und dann fange ich an, eben meine Haare zu stylen. Ja, dann hat es noch eine integrierte Ionentechnologie. Die soll dem Glanz dienen, also dass die Haare danach schön glänzen. Es ist tatsächlich so, dass meine Haare nach dem Stylen schön frisch aussehen, richtig schön glänzen. Ja, und es hat noch eine hochwertige Beschichtung aus Turmalinkeramik. Das soll dazu dienen, dass die Haare quasi in der Struktur nicht geschädigt werden und dass sie eben kräftiger werden. Das kann ich jetzt so nicht unterschreiben, weil ich weiß jetzt nicht, ob meine Haare dadurch kräftiger geworden sind. Ich kann es auch gar nicht glauben, ehrlich gesagt, denn meine Haare sind sowieso schon sehr, sehr kräftig, aber es steht eben mit dabei, dass es das haben soll quasi, dass es das noch bewirkt, was mich natürlich total freut. Ich habe meiner Freundin schon die Haare damit gestylt. Die hat sehr, sehr dünnes Haar und auch langes Haar, also bis zur Brust ungefähr. Sehr, sehr gepflegtes Haar. Sie ist wunderschön und hat eben, wie gesagt, ganz tolle Haare. Ihr Vorteil ist eben, dass sie sehr dünnes Haar hat. Und dann habe ich ihr richtig schöne Wellen gemacht, die dann auch den ganzen Abend wirklich gehalten haben. Bei mir leider nicht. Bei mir hängen sich die Locken bzw. die Wellen sehr, sehr schnell aus. Denn ja, ihr seht es schon, ich habe ja wirklich sehr, sehr lange Haare und durch das Schwere hängen die sich halt aus. Aber bei ihr hat es wirklich total gut funktioniert und deshalb ist mein Fazit, dass es wirklich bei Frauen, die entweder schulterlange Haare haben, also entweder kurze Haare oder schulterlang oder etwas länger, sehr, sehr gut zu verwenden ist. Es funktioniert auch, es macht ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Bei mir ist es halt so, dass meine Haare einfach zu lang sind für Wellen bzw. Locken schon gar nicht. Also das funktioniert bei mir nicht, aber ich kann sie schön glätten, ich kann sie stylen morgens, einfach auf die Schnelle das Ding rausholen, 2 Minuten warten und meine Haare stylen. Also dafür ist es wirklich ideal. Ich bin ganz begeistert, dass ich es habe. Und meine Freundin, wie gesagt, hat ein ganz, ganz tolles Ergebnis gehabt. Allerdings, wie gesagt, sie hat sehr feines und dünnes Haar. Ich will jetzt mal so sagen, ich zeige es euch mal, ich demonstriere es euch einfach mal. Ich würde jetzt mal so schätzen, ja, so ungefähr. Also wenn ich ihre Haare hinten zum Zöpfchen zusammen mache, hat sie vielleicht so viele. Also so viele wie dieses Teilchen hier bei mir. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Unterschied. Also das hat auch wirklich ganz, ganz toll bei ihr ausgesehen mit diesen Wellen. Aber das macht natürlich die Haarstruktur aus und bei mir ging das halt leider nicht. Aber wie gesagt, für den Preis könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen. Ich bin sehr begeistert und froh, dass ich es habe. Und und deshalb habe ich heute dieses Video für euch gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht hat es euch auch ein bisschen weitergeholfen, meine kleine Review. Vielleicht wart ihr noch auf der Suche nach so einem Haartool. Schaut es euch einfach mal an. Ich verlinke es euch unten in der Infobox. Da setze ich euch den Link sehr, sehr gerne rein. Könnt ihr einfach mal nachlesen, unverbindlich. Keine Sorge, ich verdiene damit kein Geld. Und ja, das war es soweit vor meinem Video. Lasst es euch auf jeden Fall gut gehen. Genießt die Sonne. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!